Die Kunst geht nach dem Brot, vielleicht ja auch das Thema des Gedichts gerade eben. Das ist eine Weisheit, die heutzutage aus der Mode gekommen ist. Die Kunst geht nach dem Brot. Die Kunst gerät gerade nicht mehr nach dem Brot, sondern beißt die Hand, die sie füttert. So sehen wir das heute. Und aus heutiger Sicht mischen sich deshalb Bewunderung und Verachtung für Leni Riefenstahl. Sie hat ganz sicher faszinierende Bilder geschaffen, aber sie tat es für Hitler und den Nationalsozialismus. Eine aktuelle Biografie und ein Theaterstück versuchen, die Künstlerin in den Griff zu bekommen. Und so wie ich diese Moderation und ihre politischen Verflechtungen mit ihrem gleichzeitigen faszinierenden Kunstschaffen irgendwie übereinzubringen. Nicole Strecker hat mit dem Regisseur Daniel Schüssler gesprochen und mit der Publizistin Karin Wieland über das Phänomen Riefenstahl. Solche Körperbilder hat die Welt noch nicht gesehen. Athletisch angespannte Muskeln, Lichtspiele auf nackter, glänzender Haut, Schweiß auf den Gesichtern. Leni Riefenstahl inszeniert den perfekten und schmerzgequälten Sportlerleib wie noch keine Regisseurin vor ihr. Doch sie tut es für den falschen Auftraggeber, das falsche System. Es war für mich ungeheuer beeindruckend. Ich wurde mitgerissen von der ganzen Stimmung und ich hatte damals von Hitler einen faszinierenden Eindruck. Weil ich mir dachte, na, ist das vielleicht der Mann, der Deutschland retten kann? Leni Riefenstahl in einem Interview und Biografin Karin Wieland erklärt. Sie war keine Nationalsozialistin, sie hat die Chance einfach genutzt, weil sie glaubte, in Hitler eine ihr verwandte Künstlerseele gefunden zu haben. Und er hat ihr die Möglichkeiten geboten, die ihr vorher keiner und danach auch keiner mehr geboten hat. Ob das ein politisches Bekenntnis war, das glaube ich nicht. Aber sie hat natürlich es auch unterlassen, obwohl sie viele Auslandsreisen unternommen hat, also die Möglichkeit hatte, sich zu informieren, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. So hatte Leni Riefenstahl auch keine Skrupel, KZ-Häftlinge in ihren Filmen als Komparsen einzusetzen und sie anschließend wieder ins Lager und damit in den sicheren Tod zu schicken. Autorin Karin Wieland beschönigt nichts in ihrer biografischen Auseinandersetzung. Kenntnisreich korrigiert sie die Lügen in Riefenstahls Selbstdarstellungen, ohne ihre Leistungen zu schmälern. Für Karin Wieland prägten Künstlerinnen wie Leni Riefenstahl oder Marlene Dietrich ein Frauenbild, das bis heute fortwirkt. Sie waren zähe, ehrgeizige Karrierefrauen, die Trends setzten und die Träume der Gesellschaft zu bedienen wussten. Leni Riefenstahl ist eine, die sehr viel anschmiegsamer mit dem Zeitgeist gewesen ist. Also wir wissen, Mitte der 90er Jahre sagte sie, ich habe nie einer Partei angehört. Das stimmt, sie war nie Mitglied der Nationalsozialistischen Partei, aber ich gehöre Greenpeace an. Also sie hat die ökologische Bewegung unterstützt und sie war ja auch eine, die von Popgrößen wie Mick Jagger entdeckt wurde und hat sich auch da dann in ihrem künstlerischen Schaffen dann nach 45 eher dem Pop angenähert und wusste eigentlich immer mit dem Zeitgeist sehr geschickt umzugehen. Die hat in jedem Bereich, den sie begangen hat, ästhetische Standards gesetzt. Sagt Theaterregisseur Daniel Schüssler über die umstrittene Heldin seines selbstverfassten Stückes, Leni Riefenstahl, die Kölner Prozesse, indem er ein heutiges Tribunal über die schuldhaften Verstrickungen der historischen Reizfigur inszeniert. Ob in der Fotografie bei den Afrikanern, ob im Bergfilm oder im Unterwasserfilm. Man muss sich vorstellen, mit 90 Jahren hat die einen Taucherschein gemacht, hat sich 20 Jahre jünger gemacht, um den machen zu können. Ist die längste lebende Regisseurin aller Zeiten, die produziert. Und ja, auch, dass man als Frau so eine Position erlangen konnte im Dritten Reich, ist ja auch faszinierend. Die Wochenschauen waren ja damals im Jahre 34, wo ich den Triumph des Willens aufnahm, statisch. Es gab ja also nur Aufnahmen, unbewegte, keine Fahraufnahmen. Darum haben meine Kameraleute angefangen, mit Rollschuhen Aufnahmen zu probieren und vor allen Dingen sehr viele verschiedene Standpunkte. Wir sehen sie an, wir sehen sie an. Seht dort die Schuldgeborene. Seht sie an, wir sehen sie an. Angeklagt wird Leni Riefenstahl. Skandiert ein Chor auf Daniel Schüsslers Bühne, um im nächsten Moment deutlich zu machen, wie selbstgerecht die Frage nach der Schuld ist. Immerhin, wir können uns echauffieren, uns ein wenig an ihr wärmen. Eine kleine gepflegte Schulddebatte vor dem Kamin, das hat noch keiner Gesellschaft geschadet. Man muss sich auch vorstellen, die ganzen Männer sind nach dem Krieg im Prinzip nahtlos in die Bundesrepublik Deutschland übergegangen. Ernst Jünger hat von Helmut Kohl zum 100. Geburtstag die Hand geschüttelt bekommen. Leni Riefenstahl war wahrscheinlich auch, weil sie eine Frau war,
in einem männerdominierten System, das die Bundesrepublik Deutschland auch heute noch ist, natürlich ein gutes Paradebeispiel, um die an die Wand zu stellen. Viel mehr als biografische Details und die individuellen Verfehlungen der Regisseurin interessiert Schüssler deshalb der gesellschaftliche Umgang mit Schuld. Seine Darsteller spielen große Oper, sie singen Heimatliedchen und schnulzen und verweisen auf die Parallelen zwischen diesen affirmativen Genres und dem Pathos in Riefenstahls Filmen. Und in Wutchören fragen sie, ob der geschichtliche Abstand es nicht möglich macht, Ästhetik und Moral zu trennen. Auch die Besetzung der Symbole wie Wagner, wie das Hakenkreuz, wie Ernst Jünger oder Vergleichbares, das nicht jemanden zu überlassen, sondern zu sagen, wir müssen uns das jetzt zu uns holen und wir dürfen das nicht sozusagen in der braunen Suppe kleben lassen, sondern wir müssen das, was ästhetisch neutral daraus zu ziehen ist, an Größe und an künstlerische Ausdruckskraft für uns heute nutzen. Das finde ich schon unheimlich wichtig, dass man gerade diese Sachen neu benutzt. So reflektieren Daniel Schüsslers Kölner Prozesse und die Biografie von Karin Wieland immer auch den eigenen Standpunkt. Und beide zeigen, wie schwierig für die Nachgeborenen die Spannung zwischen Verachtung und Verehrung auszuhalten ist. Leni Riefenstahl, Idol und Lügnerin, schöpferisches Genie und Hitlers Helferin. Ein Phänomen, das polarisiert und eine Symbolfigur für die widersprüchliche Rolle des Künstlers in einer Gesellschaft. Das Theaterstück Leni Riefenstahl, die Kölner Prozesse, hat heute Abend Premiere in der Studiobühne in Köln. Die Premiere ist ausverkauft, aber von morgen an gibt es weitere Vorstellungen. Die Termine kennt die WDR 5 Hotline 0221 56789 und dreimal die 5. Und die Doppelbiografie von Karin Wieland, die heißt Dietrich und Riefenstahl, der Traum von der neuen Frau. Erschienen ist sie im Hansa Verlag. Die Kulturnachrichten mit Elisabeth Hartmann.